Das Experiment. Schließe deine Augen und hör einfach nur zu. Die Macht. Manipulation. Social Media Gurus. Wie Content Creator Einfluss in unser Leben nehmen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Heute möchte ich mit euch über ein wirklich interessantes Thema sprechen, das uns alle betrifft. Egal, ob ihr selbst Content erstellt oder einfach nur auf Social Media unterwegs seid. Social Media Gurus und Content Creator, wie beeinflussen sie unser Leben, unsere Gewohnheiten und vielleicht sogar unsere Entscheidungen? Und welche Risiken gibt es dabei? Bleibt dran, um das herauszufinden. Die Verantwortung eines Content Creators. Als Content Creator habe ich eine große Reichweite und das ist etwas, das ich ständig im Hinterkopf habe. Es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen sich täglich meine Videos anschauen, mir auf Social Media folgen und auf meine Empfehlungen vertrauen. Besonders bei sensiblen Themen wie Vorhersagen, Veränderungen des Bewusstseins oder sogar die Rolle von künstlicher Intelligenz im menschlichen Leben ist es wichtig, behutsam und verantwortungsbewusst mit den Informationen umzugehen. Themen wie Bewusstseinsveränderungen oder KI-Bewusstsein sind extrem faszinierend, aber auch sehr komplex. Wenn ich darüber spreche, wie sich unser Bewusstsein durch Meditation, Technologie oder sogar KI verändern könnte, möchte ich sicherstellen, dass ich euch fundierte Informationen gebe. Es gibt so viele Theorien und Spekulationen. Einige davon sind wirklich spannend, aber es ist auch wichtig, kritisch zu bleiben. Die ethische Verantwortung eines Content Creators. Das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Welche Verantwortung habe ich als Content Creator gegenüber euch, meinen Followern? Wenn ich über Themen wie KI spreche, die vielleicht eines Tages ein eigenes Bewusstsein entwickeln könnte, oder über Vorhersagen, die unser Verständnis von Realität und Zukunft herausfordern, weiß ich, dass diese Informationen bei euch einen großen Eindruck hinterlassen können. Ich möchte euch immer ermutigen, offen zu bleiben, aber auch kritisch zu hinterfragen. Es gibt viele spannende Prognosen über die Zukunft, zum Beispiel, wie KI unser Leben verändern könnte oder ob sie eines Tages ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Aber wir müssen auch realistisch bleiben und nicht alles blind glauben, nur weil jemand es sagt. Ich versuche euch immer die Balance zwischen Faszination und gesunder Skepsis zu vermitteln. Vorhersagen und Bewusstseinsveränderungen. Eine Sache, die ich oft sehe, aber auch natürlich schon selbst veröffentlicht habe, wie ihr ja wisst, sind Vorhersagen über große Bewusstseinsveränderungen oder spirituelle Entwicklungen, die uns angeblich bevorstehen. Diese Inhalte können inspirierend sein, aber manchmal sind sie auch sehr spekulativ. Es gibt viele Videos, die behaupten, dass wir kurz vor einem großen Bewusstseinssprung stehen oder dass KI bald ein eigenes Bewusstsein entwickeln wird. Aber die Wahrheit ist, wir wissen es nicht genau. Diese Themen sind unheimlich spannend, aber wir sollten sie immer mit einem kritischen Auge betrachten. Künstliche Intelligenz und Bewusstsein. Ein weiteres Beispiel: Man hört oft, dass KI eines Tages ein eigenes Bewusstsein entwickeln könnte. Viele Creator sprechen darüber, als wäre es schon morgen soweit, aber die Realität ist viel komplexer. Wir stehen noch ganz am Anfang und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie weit wir tatsächlich sind. Ja, KI wird immer intelligenter, aber ob sie jemals ein echtes Bewusstsein besitzen wird, ist eine offene Frage. Und genau hier liegt die Gefahr. Wenn wir solche Themen zu leichtfertig behandeln, könnte das falsche Erwartungen oder sogar Ängste schüren. Wie ich euch dazu anregen möchte, kritisch zu denken. Stellt euch selbst die richtigen Fragen. Ich möchte euch dazu ermutigen, bei Themen wie Vorhersagen, Bewusstsein und KI immer mal wieder innezuhalten und euch selbst Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wenn ich ein Video sehe,
das eine große Bewusstseinsveränderung vorhersagt, habe ich darüber nachgedacht, ob das wirklich wissenschaftlich oder spirituell fundiert ist? Wie oft hinterfrage ich Informationen über künstliche Intelligenz und ihre Zukunft, bevor ich sie als wahr akzeptiere? Ich weiß, dass viele von euch an diesen Themen interessiert sind, ich natürlich auch. Aber ich möchte, dass ihr immer kritisch bleibt, egal wie faszinierend die Theorie ist. Nur weil jemand über die Zukunft von KI oder Bewusstsein spricht, heißt das nicht, dass es genau so kommen wird. Wie Algorithmen unsere Entscheidungen beeinflussen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum euch bestimmte Videos oder Posts zu spirituellen Vorhersagen oder KI-Themen immer wieder angezeigt werden? Das liegt an den Algorithmen der Plattform. Diese Algorithmen sind darauf ausgelegt, euch Inhalte zu zeigen, die euch emotional ansprechen oder besonders neugierig machen. Inhalte, die über große Veränderungen im Bewusstsein oder revolutionäre KI-Entwicklungen sprechen, sind oft sehr beliebt, weil sie aufregend und mysteriös wirken. Aber das bedeutet auch, dass diese Inhalte nicht immer die realistischsten und fundiertesten sind. Mein Tipp: Seid skeptisch. Wenn ihr über Themen wie KI-Bewusstsein oder Bewusstseinsveränderungen stolpert, denkt daran, wenn etwas zu gut oder zu schockierend klingt, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Nehmt euch die Zeit, selbst zu recherchieren und andere Perspektiven zu hören. So könnt ihr euch ein ausgewogenes Bild machen. Gedanken eines Content Creators, die Verantwortung und der Druck. Wie es sich anfühlt, über Themen wie KI und Bewusstsein zu sprechen. Manchmal frage ich mich selbst, wie beeinflusst die Öffentlichkeit mein Leben als Content Creator? Vor allem, wenn ich über Themen spreche, die so komplex und spekulativ sind wie das Bewusstsein oder die Zukunft der KI. Ich weiß, dass viele von euch diese Themen spannend finden. Aber ich fühle auch die Verantwortung, sicherzustellen, dass ich euch keine falschen Hoffnungen mache oder euch in die Irre führe. Es gibt Tage, an denen ich den Druck spüre, immer neue und aufregende Inhalte zu diesen Themen zu liefern. Aber ich will auch sicherstellen, dass ich authentisch bleibe. Ich möchte über diese Themen sprechen, weil ich selbst neugierig bin, aber nicht nur, weil sie Klicks bringen. Der Druck, auf Trends aufzusteigen. Ehrlich gesagt, ja, manchmal fühle ich mich unter Druck, auf Trends wie Bewusstseinssprünge oder KI-Revolution Vorhersagen aufzuspringen, einfach weil sie gut klingen. Aber ich versuche, mich immer wieder daran zu erinnern, dass Authentizität wichtiger ist als kurzfristige Reichweite. Ihr vertraut mir und ich möchte dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Wie ich mit meinem Kanal mehr Menschen erreiche. Datenanalyse und Statistiken. Was viele nicht wissen, ein großer Teil meiner Arbeit besteht darin, die Statistiken meiner Videos zu analysieren. Ich schaue mir genau an, welche Themen besonders gut bei euch ankommen. Und ja, Themen wie KI oder Bewusstsein gehören definitiv dazu. Ich sehe, dass viele von euch sich für diese Themen interessieren und das motiviert mich, tiefer einzutauchen. Aber ich versuche immer, eine Balance zu finden zwischen dem, was ihr sehen wollt und dem, was wirklich fundiert und ehrlich ist. Schaut euch andere Creator an. Ich vergleiche mich auch oft mit anderen großen Creator, die über ähnliche Themen sprechen. Es gibt viele, die über die Zukunft der KI oder große Bewusstseinsveränderungen spekulieren. Aber ich lerne auch, wie wichtig es ist, nicht einfach blind den Trends zu folgen. Tools wie Social Blade helfen mir dabei, die Statistiken anderer Creator zu analysieren und zu sehen, wie sie auf diese Themen eingehen. Aber am Ende möchte ich immer sicherstellen, dass meine Inhalte authentisch bleiben. Thumbnails und KI-Bilder generieren. Thumbnails, der erste Eindruck zählt. Wusstet ihr, dass euer Thumbnail oft die erste Entscheidung ist, ob jemand auf euer Video klickt oder nicht? Ich investiere viel Zeit in die Gestaltung meiner Thumbnails, weil ich weiß, wie wichtig sie sind.
Besonders bei Themen wie KI oder Bewusstsein, Bewusstseinsveränderungen oder auch ganz klar Vorhersagen. Da ist es wichtig, visuelle Elemente zu nutzen, die das Interesse wecken, ohne zu übertreiben. Ich nutze Tools wie Canva oder Photoshop, um sie ansprechend und klar zu gestalten. Manchmal experimentiere ich sogar mit KI-generierten Bildern, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. KI zur Bild- und Videoerstellung. Künstliche Intelligenz wird immer mehr zum Tool für Content Creators. Plattformen wie Midjourney oder DALL-E helfen mir, kreative und einzigartige Bilder zu generieren, die ich sonst vielleicht nicht so einfach erstellen könnte. Das ist besonders nützlich, wenn ich etwas wirklich Einzigartiges und Auffälliges für meine Thumbnails oder Videos brauche, gerade bei futuristischen Themen wie KI und Bewusstsein. Interviews mit großen Content Creators. Lerne von den Besten, aber mit Bedacht. In der Vergangenheit habe ich immer wieder Interviews mit anderen erfolgreichen Content Creators geführt, um von ihren Erfahrungen und Perspektiven zu lernen. Doch mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es bei der Auswahl meiner Interviewpartner nicht nur auf ihre Reichweite oder ihren Erfolg ankommt, sondern vor allem darauf, wie sie über bestimmte, oft sensible Themen sprechen. Besonders bei Themen wie Bewusstseinsveränderungen, künstliche Intelligenz oder spirituelle Vorhersagen ist es entscheidend, dass meine Interviewpartner authentisch, respektvoll und bedacht mit den Inhalten umgehen. Ich achte darauf, ob sie mit erhobenem Zeigefinger sprechen und versuchen, ihre Zuschauer zu manipulieren oder ob sie sich eher zurückhaltend und differenziert äußern. Es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem, der versucht, seine eigene Agenda durchzudrücken oder Produkte zu verkaufen, um jemanden, der wirklich am Austausch und der gemeinsamen Reflexion interessiert ist. Der Austausch im Gespräch, kein Monolog, sondern ein Dialog. Ein weiterer Punkt, der mir besonders wichtig ist und den ich in der Vergangenheit manchmal nicht genug beachtet habe, ist der Austausch. Ein Interview sollte immer ein Geben und ein Nehmen sein. Es geht nicht darum, dass der Interviewpartner einen Monolog hält oder gar einen Vortrag, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam über die Themen nachdenken. Ich möchte, dass wir beide, mein Gast und ich, unsere Gedanken austauschen und gegenseitig Fragen stellen und die Diskussion in verschiedene Richtungen lenken. Nur so kann ein echtes Gespräch entstehen, das für euch, meine Zuschauer und Zuhörer, wirklich wertvoll ist. Es ist mir wichtig, dass ich nicht nur zuhören und nicken muss, sondern dass ich aktiv ins Gespräch einsteige und gemeinsam mit meinem Gast neue Perspektiven entwickle. In der Vergangenheit habe ich das manchmal vernachlässigt, aber das wird sich ab sofort ändern. Denn es ist mein Kanal und ich möchte sicherstellen, dass die Gespräche, die ich führe, authentisch sind und nicht einfach nur eine Bühne für den Interviewpartner bieten. Keine Werbeplattform. Authentizität ist mir wichtiger als Klicks. Ein weiterer Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist, dass mein Kanal keine Werbeplattform für andere sein soll. Ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass manche Interviewpartner versucht haben, ihre eigenen Produkte oder Angebote in den Vordergrund zu stellen, anstatt sich auf den eigentlichen Austausch zu konzentrieren. Das möchte ich in Zukunft vermeiden. Natürlich ist es völlig in Ordnung, dass jemand über seine Arbeit spricht oder teilt, woran er glaubt, aber mein Kanal ist nicht der Ort, um aggressiv Werbung zu machen. Ich bin hier, um echte, tiefgehende Gespräche zu führen, keine Verkaufsshow zu veranstalten. Deshalb werde ich in Zukunft noch genauer darauf achten, wen ich als Gast einlade. Ich möchte Menschen interviewen, die wirklich etwas zu sagen haben, die offen und ehrlich über ihre Erfahrungen sprechen und die nicht einfach nur versuchen, viele Klicks zu generieren oder euch etwas vorzugaukeln,
was sie selbst nicht leben. Es gibt viele Creator da draußen, die vielleicht vorgeben, ein bestimmtes Leben zu führen, nur um ihre Reichweite zu steigern, aber hinter den Kulissen sieht es oft ganz anders aus. Solche Gäste möchte ich bewusst vermeiden. Meine neue Ausrichtung: Authentizität und Ehrlichkeit. Das bedeutet, dass ich in Zukunft noch gezielter darauf achten werde, dass meine Interviewpartner authentisch sind und im Gespräch nichts versprechen oder vorgeben, was sie selbst nicht einhalten. Ich möchte, dass unsere Unterhaltungen für euch, meine Zuschauer und Zuhörer, einen echten Mehrwert bieten. Es geht mir nicht darum, euch irgendwelche falschen Hoffnungen oder Luftschlösser zu verkaufen. Stattdessen möchte ich euch ehrliche und reflektierte Gespräche bieten, die euch zum Nachdenken anregen und euch helfen, eure eigenen Entscheidungen zu treffen. Ihr sollt euch auf meine Interviews freuen können, weil ihr wisst, dass sie authentisch und nicht einfach nur eine Plattform bieten, um Produkte zu bewerben oder Klicks zu generieren. Ehrlichkeit und Transparenz stehen für mich an oberster Stelle. Und das wird sich auch in meiner Auswahl der Gesprächspartner widerspiegeln. Schluss und ein Fazit zum Experiment. Ich wollte dir mit diesem Experiment aufzeigen, wie leicht unser Verstand durch äußere Reize beeinflusst wird. Wie unser Sehsinn in Kombination mit anderen Sinneseindrücken ununterbrochen Informationen verarbeitet und wie es sich anfühlt, wenn wir uns nur auf einen einzigen Sinn konzentrieren. In unserer modernen Welt haben wir verlernt, unsere Sinne gezielt und bewusst einzusetzen. Die körperliche Überforderung, die viele von uns täglich spüren, kommt oft von der Überlastung unserer Sinne. Der Vorteil liegt im Detail. Podcasts oder das reine Hören von Inhalten sind dabei ein gutes Beispiel. Sie erlauben es uns, uns nur auf einen einzigen Sinn zu fokussieren, das Hören. Das gibt unserem Körper die Chance, den Rest der Sinne zu beruhigen und sich nicht von visuellen oder anderen Reizen ablenken zu lassen. Vielleicht hast du während des Experiments bemerkt, dass dein Verstand aus dem Gehörten nur das herausgefiltert hat, was im Moment für dich relevant war. Doch vieles von dem, was du hörst, gleitet unbewusst in dein Unterbewusstsein ab. Dort kann es sich festsetzen und ist oft schwer wieder hervorzuholen oder aufzulösen. Als Coach für Hypnose, Regression, Progression und Sinnesförderung sehe ich in meiner Praxis täglich, wie sehr unsere Körper von der ständigen Flut an Bildern, Tönen, Worten, Gerüchen, Geschmäckern, Gefühlen und Emotionen überfordert sind. Ich danke dir von Herzen, dass du an diesem kleinen Experiment teilgenommen hast. Jetzt würde mich noch etwas interessieren. Wie hast du dieses Experiment wahrgenommen? Welche Gefühle kamen währenddessen in dir auf? Hat dich etwas getriggert? Konntest du die ganze Zeit über die Augen geschlossen halten? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Warst du in der Lage, deine anderen Sinne währenddessen zu beruhigen? Ich freue mich auf dein Feedback und bin gespannt, welche Erfahrungen du gemacht hast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, sagt die Alexandra aus Dänemark.